Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Reinheit des Herzens als Erfüllung des Gebots. Wenn Christus diese Gestalt umreißt, bleibt er dem Gesetz treu. Denkt nicht, ich sei gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Darum zeigt er, wie notwendig es ist, das tiefste Innere des Menschenherzens aufzudecken, damit dieses Herz zu einem Ort der Erfüllung des Gesetzes werden kann. Die Aussage von Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 28, die innere Perspektive des im Herzen begangenen Ehebruchs deutlich macht und dabei auf die richtigen Wege zur Erfüllung des Gebots »Du sollst nicht die Ehe brechen« hinweist, ist ein einzigartiger Beweis dafür. Denn diese Aussage bezieht sich auf den Abschnitt, wo es sich in besonderer Weise um die Reinheit des Herzens handelt. Vergleiche Matthäus Kapitel 5, Vers 8. Ein Ausdruck, der in der Bibel bekanntlich eine sehr weite Bedeutung hat. Auch an anderer Stelle werden wir Gelegenheit haben zu überlegen, inwieweit das Gebot »Du sollst nicht die Ehe brechen« das, was die Art der Formulierung und den Inhalt betrifft, ein eindeutiges und strenges Verbot ist, wie das Gebot »Du sollst nicht nach der Frau eines anderen verlangen«, Exodus Kapitel 20, Vers 17, eben durch die Reinheit des Herzens erfüllt wird. Von der Strenge und Kraft des Verbots zeugen indirekt die anschließenden Worte im Text der Bergpredigt, wo Christus bildhaft vom Ausreißen des Auges und vom Abhauen der Hand spricht, falls diese Ursache der Sünde sind. Vergleiche Matthäus Kapitel 5, Verse 29 bis 30. Wir haben bei früheren Überlegungen festgestellt, dass die Gesetzgebung des Alten Testaments, obgleich sie in hohem Maß strenge, harte Bestrafungen kennt, nicht zur Erfüllung des Gesetzes beitrug, weil ihre Kasuistik hinsichtlich der Begehrlichkeit des Fleisches von vielfältigen Kompromissen gekennzeichnet war. Christus dagegen lehrt, dass das Gebot durch die Reinheit des Herzens erfüllt wird, zu der der Mensch nicht gelangt, wenn er nicht gegenüber allem, was der Begehrlichkeit des Fleisches entspringt, innere Festigkeit beweist. Die Reinheit des Herzens erwirbt, wer konsequent Anforderungen an sein Herz zu stellen weiß, an sein Herz und an seinen Leib. Das Gebot »Du sollst nicht die Ehe brechen« findet seine richtige Motivierung in der Unauflöslichkeit der Ehe, in welcher der Mann und die Frau sich Kraft des ursprünglichen Plans des Schöpfers so miteinander verbinden, dass sie ein Fleisch werden. Der Ehebruch widerspricht seinem Wesen nach einer solchen Einheit insofern, als die Einheit der Würde der Personen entspricht. Christus bestätigt nicht nur die wesentliche sittliche Bedeutung des Gebots, sondern sucht es in der Tiefe der Menschlichkeit selbst zu verankern. Die neue Gestalt des Äthos ist immer mit der Enthüllung jenes tiefsten Grundes verbunden, den man Herz nennt, und mit seiner Befreiung dieser Tiefe von der Begehrlichkeit, sodass in jedem Herzen der Mensch voller erstrahlen kann. Mann und Frau in der ganzen inneren Wahrheit des gegenseitigen Füreinander. Befreit von dem Zwang und der Beschränkung des Geistes, wie sie die Begehrlichkeit des Fleisches mit sich bringt, findet sich der Mensch, Mann und Frau, in der Freiheit des gegenseitigen Geschenks, das die Voraussetzung für jedes Zusammenleben in der Wahrheit und besonders im Sicheinander schenken ist, da beide als Mann und Frau die sakramentale Einheit bilden müssen, die, wie Genesis Kapitel 2, Vers 24 sagt, vom Schöpfer selbst gewollt ist. Es ist offenkundig, dass die Forderung, die Christus in der Bergpredigt an alle seine tatsächlichen und möglichen Hörer stellt, zu dem inneren Raum gehört, in dem der Mensch, besonders der, der auf ihn hört, die verloren gegangene Fülle seines Menschseins neu entdecken und wieder erwerben muss. Jene volle gegenseitige Beziehung der Personen, des Mannes und der Frau, fordert der Meister in Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 28, wobei er vor allem die Unauflöslichkeit der Ehe im Sinn hat, aber auch jede andere Form der Koexistenz von Männern und Frauen, jenes Zusammenlebens, welches zum reinen und schlichten Ablauf des Daseins gehört. Das menschliche Leben ist von seiner Natur her koedukativ
und seine Würde, sein Gleichgewicht hängen in jedem Augenblick der Geschichte und an jedem Punkt geografischer Länge und Breite davon ab, was sie für ihn und er für sie sein wird. Die von Christus in der Bergpredigt verkündeten Worte haben ohne Zweifel diese universale und zugleich tiefe Bedeutung. Nur so können sie im Munde dessen verstanden werden, der zutiefst wusste, was in jedem Menschen ist. Johannes Kapitel 2, Vers 25. Und der gleichzeitig in sich das Geheimnis von der Erlösung des Leibes trug, wie es der heilige Paulus später ausdrücken sollte. Sollen wir uns vor dem hohen Anspruch dieser Worte fürchten oder vielmehr Vertrauen haben auf ihren heilbringenden Inhalt, ihre Wirkkraft? In jedem Fall erschließt uns die durchgeführte Analyse der Worte Christi in der Bergpredigt den Weg zu weiteren unerlässlichen Reflexionen, um voller Kenntnis vom Menschen der Geschichte und vor allem vom Menschen unserer Zeit, von seinem Bewusstsein und von seinem Herzen zu erlangen. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht 5 Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB und das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten unten in den Shownotes und dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.